Wenn euch unsere Dokus gefallen, dann zeigt uns das gerne mit einem Like. Vergesst auch nicht, uns zu abonnieren für weitere Videos und Informationen. Eure Fragen, eure Meinung gern unten in die Kommentare. Zu einem Brandeinsatz für die Feuerwehr kam es am Donnerstagabend, den 21.03. in Recklinghausen-Suderwich. Hier brannte Bauschutt in einem Container, das von der Feuerwehr abgelöscht werden musste. Da die ersten Löschmaßnahmen mit Wasser nicht so zielführend gewesen sind und wohl sehr brennbares Material in dem Bauschuttcontainer gelegen hat, entflammte das Material in dem Bauschuttcontainer erneut und musste dann von der Feuerwehr mit Schaum abgelöscht werden. Um den Container besser ablöschen zu können, hat die Feuerwehr noch eine Drehleiter eingesetzt, von der aus die Brandbekämpfung stattfand. Des Weiteren mussten die Bewohner des angrenzenden Gebäudes evakuiert werden, da starker Rauch am Gebäude entlang zog. Weitere Informationen findet ihr wie immer unterhalb des Videos in der Videobeschreibung.
Wenn euch auch diese Videodoku wieder gefallen hat oder informativ für euch war, würden wir uns wie immer über ein Like von euch sehr freuen. Selbstverständlich dürft ihr gerne, falls noch nicht geschehen, unseren Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, um auch zukünftig keine weiteren Inhalte mehr von uns zu verpassen. Und wie immer dürft ihr jetzt anschließend hier unter dem Video in den Kommentaren eure Meinung kundtun, eure Fragen stellen oder euch gegenseitig austauschen.